Einen wunderschönen guten Abend, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, und ein herzliches Willkommen zu Lauf Nummer 4 von Super Racer. Heute Abend hier auf dem Autodrom Most, und es begrüßen Sie am Mikrofon wie immer Sebastian Gerhardt und mit mir in der Kommentatorenkabine wieder Robert Wiesenmüller. Wunderschönen guten Abend, Robert. Hallo Sebastian, hallo zusammen. Ja, der Super Racer, vorletztes Rennen schon hier auf dem Autodrom Most in Tschechien, ganz nah an der Grenze zu Deutschland gelegen, diese Strecke. Und es gibt heute zwei Rennen, 25 Minuten hier. Das Ganze ist natürlich im Sim Racing, der virtuelle Rennsport auf Raceroom Racing Experience. Ja, und für die Fahrer geht es hier um wertvolle Punkte in der Meisterschaft und natürlich um den Traum, echter Rennfahrer zu werden. Ja, den Traum haben einige. Wenn man sich mal auf die Fahrerliste drauf dann mal schaut, werden wir gleich machen. Erstmal noch der Zeitplan für uns natürlich. Also um 8:05 geht es in ein 15-minütiges Qualifying. Und ja, dann der Start ins erste Rennen. Das geht direkt über. Da gibt es kein Warm-up, nichts dazwischen. Circa eine Minute haben die Piloten Zeit, mal kurz durchzuschnaufen. Dann 25 Minuten erstes Rennen. Und im zweiten Rennen, da wird es dann wieder besonders spannend, denn die Top 10 aus Rennen Nummer 1 werden für den zweiten Durchgang umgedreht. Und ich würde sagen, Robert, wenn wir mal so auf die ersten drei Läufe zurückschauen, ja, das hat bisher immer für sehr viel prickelnde Action gesorgt und ja, hat auch den ein oder anderen am Ende begünstigt, was gute Plätze angeht und umgekehrt. Und ich würde sagen, wir können ja mal auf die den Stand gerade schauen, der Wertung, wie es denn da so aussieht. Und ja, die Lücke zwischen Kevin Sivi-Rebernack und seinen Verfolgern ist auch dem Streichresultat geschuldet etwas kleiner geworden. Ja, ganz genau. Das schlechteste Event für jeden Fahrer, das zählt nicht in die Wertung rein. Strafpunkte sind davon ausgenommen. Ja, und Kevin Sivi-Rebernack immer noch an der Tabellenspitze, aber Florian Hass und Jesus Sicilia, die sind ganz schön nah rangekommen. Wir sehen auch schon auf Platz 6 Tim Heinemann, der im letzten Rennen richtig für Aufsehen gesorgt hat. Einmal, weil er zwei Rennen gewonnen hat und dann aber auch, weil er in einige Zwischenfälle verwickelt war. Der hat sich eine Strafe abgeholt beim letzten Rennen. Insgesamt 30 Punkte und auch nur noch einen Unfall quasi davon entfernt, eine Rennsperre zu erhalten. Also Tim Heinemann, der muss dieses Mal aufpassen. Aber die Pace hat er, weil im Qualifying für dieses Rennen, da war er am schnellsten. Ja, wenn man das mal hochrechnet, er wäre sonst schon auf der vierten Position, aber da waren wohl einige mit dem Zweikämpfen, wie es gelaufen ist, nicht einverstanden. Wir haben es ja währenddessen schon gesehen, dass da oft mal ein ganz kleiner Millimeter zu spät einfach gebremst war. Das hat dann schon ausgereicht. Da gab es ja auch ein bisschen einen wütenden Moritz Löhner, der sich geärgert hat, weil das Auto eben von ihm aus nicht mehr abzufangen war und er dann sehr frustriert gewesen ist. Er hat aber auch noch Chancen auf der vierten Position und da werden wir heute auch einen besonderen Blick drauf werfen, wer denn so in die Top 3 noch reinklettern könnte im Vergleich zu den anderen. Und hier haben wir den Überblick über die Piloten, die heute alle mit am Start sind. Wir haben wieder ein paar neue Namen, sei vor allem zu nennen Valentin Barrière, rechts 30, auf der 30 wird er angegeben, einer von den vielen Virtual Drivers bei TX3. Dann Sebastian Reh, auch ein neuer Name hier mit am Start. Willi Oliveira hatten wir bisher auch noch nicht hier gesehen, der Mann von R2 GT Motorsport, und Nikita Schaposchnik von TCS Off Racing auch neu mit dabei. Oh, da gab es im Hintergrund schon mal den ersten Dreher. Hat es gerade so gesehen. Das Practice jetzt, es geht direkt ins Qualifying. Ja, und Nikita Schaposchnik, der ist einfach im Pre-Qualifying auf die fünfte Position gefahren. Man muss sich das so vorstellen. Bei diesem Pre-Qualifying, da geht es einfach nur darum, die schnellste Runde zu fahren. Die schnellste Runde, die irgendwie möglich ist. Aber da fahren natürlich nicht nur die 30 Piloten mit, die heute auf dem Server sind, sondern da fahren tausende von Fahrern mit, die es versuchen, sich hier für das Rennen zu qualifizieren. Und als Debütant auf die 5 zu fahren, das ist aller Ehren wert. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat eine schnellere Runde hingelegt als an Jesus Sicilia. Und das ist definitiv eine Ansage. Das wird spannend, ihn hier heute mit in diesem Feld zu sehen. Er weiß natürlich, dass er keine Menge an Punkten mehr holen kann, die ihn noch nach vorne reinspülen würden. Also mal ausgenommen vielleicht, er gewinnt jetzt alle noch 4 zu absolvierenden Rennen. Wenn man die 2 heute nehmen und die 2 anderen, dann könnte er vielleicht noch so viele Punkte holen, dass er in diese Top 9 noch reinkommt, die ja auch nicht ganz interessant ist. So, da kommt ein sehr, sehr ungemütlicher Rejoin. War das, kann das sein, dass das Florian Hasse gewesen ist? Ich meine schon. Ja, das ist dann raus. Ja.
Hatte da einen leichten Dreher drin, aber hat sich zum Glück noch von der Ideallinie ferngehalten. Wenn wir da vorne gefühlt schon wieder Zweikämpfer im Qualifying sehen, das müsste Tim Heinemann sein da vor ihm. Ja, Tim Heinemann. Im Fahrzeug mit der Nummer 2. Der war auch der schnellste hier im Pre-Qualifying. Aufgestellt auf der Strecke hier in Tschechien. So, und das ist richtig. Ja, und der Tim Heinemann, der ist natürlich im Aufwind nach der Performance. Wir schauen einmal ganz kurz auf die Statistik hier. Wer hat denn die meisten Rennsiege bisher geholt im Super Racer? Und wir sehen in Orange die Fahrer, die diese Saison mitfahren. Der Moritz Löhner schon 4 Siege. Im letzten Jahr gab es ja auch schon den Super Racer. Dann Alex Dornin, der ist dieses Jahr nicht mit von der Partie. Aber Kevin Sigiri-Rebernack und Tim Heinemann mit 2 Siegen da schon gleich auf. Ja, der Tim Heinemann ist noch nicht so viele Rennen mitgefahren. Also mit dem muss man auf jeden Fall rechnen. Und Florian Hasse wäre auch noch mitzunennen, mit einem Sieg von ihm bisher auf dem Salzburgring haben wir es gesehen. Und da bin ich gespannt, was er heute rausholen kann. Er ist in dieser Top 3 drin, auf der zweiten Position aktuell in der Wertung geführt. Und ich würde ihn fast so einschätzen, dass er hier dann nicht Richtung Sieg fahren kann, zumindest nicht im ersten Rennen. Aber er wird vielleicht die Konkurrenz wieder ein bisschen ärgern können. Und am Ende wieder konstant Punkte holen. Da hat er eigentlich seine Qualitäten bisher bewiesen. Wir nehmen die Runde mit hier noch von Tim Heinemann. Strecke ja rund 4,1 Kilometer lang. Bekannteste Rennstrecke. Ist ja auch unter anderem zum Beispiel für den GT-Motorsport gar nicht freigegeben. Deswegen taucht sie nicht so oft auf. Aber für, sag mal, Tourenwagen oder eben Cup Racing mit nicht den höchsten Topspeeds ist das meines Erachtens ein sehr, sehr schöner Kurs. Technisch anspruchsvoll, aber mit der einen oder anderen Ecke, wo man dann eben auch mal den Angriff setzen kann. Kann gerade hier im Mittelsektor sehr technische Passage. Man kann hier nicht schnell, kann hier nicht so früh ans Gas gehen. Das Fahrzeug doch sehr untersteuert. Muss man aufpassen, dass man nicht außen aufs Gas kommt. War bisher eine sehr solide Runde von Tim Heine. Meine erste Kurve hat er leicht verpasst. 37,6 für Kevin Sigiri-Rebernack. Das ist schon mal eine Ansage. Man sieht hier die Sektoren von Heinemann, die sind grün. Persönliche Bestzeit. Na klar, der hat noch keine Zeit. Aber nicht lila. Weil lila wäre die absolute Bestzeit. Und nicht bei Kevin Sigiri-Rebernack. Da kommt dem Heinemann dieses Mal nicht ran. Ja, und auch Heinemann verpasst die 1,37er-Marke zunächst mal. Also die 1,37,6. Hui, und Tim Heinemann bei der ersten gezeiteten Runde, die jetzt nicht so schlecht ausgesehen hat, mal direkt eine halbe Sekunde langsamer, aber wir sehen, da geht auf jeden Fall noch was. Jesus Sicilia schiebt sich gerade auf die zweite Startposition nach vorne. Wir sind beim Belgier Jonathan Schelstrate, aber ja, vielleicht eher den Blick auf Florian Hasse, denn das ist natürlich einer, der auch ganz vorne mitspielt. Aber der müsste noch auf seiner Outlap sein, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, auch neben der Strecke. Vielleicht ist er nochmal zurück in die Box gegangen. Großer Fehler von Florian Hasse da. So kann es ganz schnell passieren, wenn man ein bisschen zu früh ans Gas geht. In der Kurve, viele Fahrer sind es wahrscheinlich noch gewöhnt. Aus den GT3-Fahrzeugen bei Racing, da kann man da richtig schnell durchfahren. Aber hier mit dem Cayman nach GT4-Reglement, nicht ganz so viel Aerodynamik, da ist das schon ein bisschen schwieriger. Man sieht auch, wie der Florian Hasse hier am Driften ist. Ja, fährt den Wagen sehr, sehr aggressiv. Ich habe ja mit ihm zwischenzeitlich mal gesprochen und mich darüber unterhalten, dass er ja gefühlt überall fährt und ja gar nicht so wirklich weiß, ja, ich muss hierfür trainieren, ich muss dafür trainieren, ich setze mich nur noch dahin und fahre mal schnell. Das ist schon bemerkenswert und ich glaube, so ein bisschen kommt da jetzt mit rein, dass die Strecke einfach sehr selten gefahren wird. Das heißt, fast alle anderen Strecken der Welt, würde ich mal sagen, die kann der aus dem Kopf. Aber Most ist dann sowas, na, da muss man sich doch erstmal wieder hinsetzen und ein paar Runden fahren und überlegen, Moment, 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 das letzte Mal bin ich da vor einem halben oder einem Dreivierteljahr ein Event gefahren. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie der Kurs so verläuft und ich glaube, so geht es ihm gerade ein bisschen. Auf jeden Fall fühlt es sich so an. Das letzte Mal, als der Florian Hasse hier allerdings gefahren ist, da hat er gewonnen. Also unterschätzen darf man ihn auf keinen Fall, auch auf dieser Strecke. Und wir haben vorne gesehen, der Tim Heinemann, der ist ganz nah rangekommen an Kevin Sigiri-Rebernack. Das sind keine 1/14 mehr, das sind 12.000stel, der Vorsprung für den Fahrer aus Slowenien noch betragen. Heinemann auf der 2, dann Sicilia und dann Alexandre Vromont. Ja, für Vromont sieht das gut aus. Vierte Startposition wäre meines Erachtens mit die beste Platzierung, die er in einem Qualifying bisher erreicht hätte. Ja,
gleicher Fehler wieder von Florian Hasse, da rumpelt ein bisschen übers Gras. Da ist die Runde auch direkt ungültig, weil das ist natürlich auch außerhalb der Streckenbegrenzung. Das heißt, da muss noch ein Versuch folgen. Ah, die Zeit ist relativ knapp dafür, also Rundenzeiten etwas unter 1,40. Bei noch 8 Minuten 40 ist das gar nicht mal mehr so viel. Und hier haben wir Karel Wega, der, wie wir schon gesehen haben, im YouTube-Chat seinen Fanclub mit dabei hat. Und er jemand, den man ja mittlerweile doch sehr oft bei diversen Race und Racing Experience Veranstaltungen sieht. Mit der älteste Pilot im Feld, 49 Jahre, hat bei diversen Finalveranstaltungen schon teilgenommen. Ist auch hier konstant mit dabei beim Super Racer. Allerdings, wir hatten ja mal anfangs spekuliert, dass er, wenn er solide weiterfährt, dass er vielleicht sogar eine Chance hat, in diese Top 9 reinzukommen. Ich glaube, davon muss er so langsam Abstand nehmen. Wobei ich mir bei ihm vorstellen kann, so wirklich jetzt mit 49 noch ins echte Rennauto rein, bin ich mir nicht so sicher, ob er das überhaupt noch machen möchte. Naja gut, er hat doch erst mit dem Simracing vor 2 Jahren angefangen. Wer weiß, vielleicht ist das noch möglich. Allerdings, diese Saison wird es tatsächlich schwierig. Auch Bastian Zehnefels, der ist raus aus den Top 9 in der Meisterschaft, ist noch ganz nah dran. Allerdings, wenn der hier wieder ein gutes Event hat, dann könnte es nach vorne gehen. Aber wir sehen erstmal andere Fahrer, die sich hier im Qualifying nach vorne setzen. Unter anderem Norbert Posan. Ja, Posan, der ja beim letzten Durchgang doch sehr weit hinten dran hing. Das sieht gut aus für ihn. Mal wieder mit einer besseren Startposition. Wäre ja aktuell jetzt auf der 7 geführt. Und hinter ihm wäre dann schon Schaposchnik zu nennen. Der aber hier im Qualifying also noch nicht ganz an seine Bestleistung aus dem Pre-Quali drankommt. Löhner auf der 4. Also das für ihn ist das so Mindestsoll erreicht. Aber es ist knapp von ihm. Gerade mal knapp 50.000stel entfernt. Ja, und jetzt kommt gerade der Wechsel. Er jetzt 50.000stel hinter Florian Hasse. So rum wird ein Schuh draus. Aber auch nur eine knappe Zehntel vor Alexandre Vraiment. Also die Abstände sind auf dieser Strecke dafür, dass die nicht so häufig gefahren wird. Und mit diesen Autos auf so einer technisch anspruchsvollen Strecke, muss ich sagen, Robert, Zeitabstände sind ganz schön eng. Ja, das stimmt. Es ist allerdings auch eine Strecke, die unglaublich viel Spaß macht in diesen Autos. Sie kommt dem Fahrzeug eigentlich sehr entgegen. Im Mittelsektor gibt es 1-2 Kurven, da ist es ein bisschen zu schnell für das Auto, aber gerade im ersten Sektor mit diesen langsamen Kurven, das liegt dem Porsche Cayman ganz extrem. Das macht wirklich Spaß und auch Moritz Löhner hier wieder auf einer guten Runde versucht, sich nochmal zu verbessern. Ja, mal schauen, was der zweite Sektor hergibt. Wie gesagt, viel fehlt ihm nicht. Hin zu Florian Hasse und auch nicht viel, viel mehr hin zu Christus Sicilia, der ja auf der 3 jetzt steht mit der 1,37,918. Da kann er durchaus gleich mal 2 Plätze noch nach vorne klettern. Kevin Sieg Rebernack. Nochmal seine eigene Bestzeit schlagen. Ja, uns wird aber noch nichts angezeigt und mittlerweile Löhner vor auf die 3. Position. Hat also tatsächlich Hasse und Sicilia schnappen können. Allerdings haarscharf eine 1,37,903, damit 15.000stel vor dem Spanier. Meine Güte, Dr. Anton Hahnkamm mit einer persönlichen Verbesserung. Vor geht's auf die 19. Also auch da tut sich was. Jetzt sind wir einmal bei Vini Oliveira, dem Brasilianer. Hat hier natürlich auch mit einem hohen Ping zu kämpfen. Der kommt wirklich aus Brasilien. War trotzdem schnell dabei in dem Fahrzeug. Natürlich darf man noch nicht vergessen, hier kommen 2 Rennen. Und im zweiten Rennen Top 10 Reverse Grid. Das heißt, auch wenn man jetzt um den 10. Platz rum sich platziert im Qualifying, da ist noch alles drin, auch ein Sieg im zweiten Rennen.
Ja, wobei wir gesehen haben, dass die ganz schnellen Jungs es irgendwie schaffen, sehr flott von dieser 10. Position dann im zweiten Rennen wieder nach vorne zu fahren. Trotzdem ein paar Überraschungen haben wir da bisher immer gesehen. Und Vinny Oliveira hat gute Karten, sich jetzt auch nach vorne zu schieben. Wo geht's hin? Uns geht auf die 10. Vorbei an Nikita Schaposchnek, Robin Fredriksen auch eine Position zurück. Und dann José Iglesias jetzt auf der 13. Geführt wird. Kevin Sigi Rebaner kann es nicht lassen. Erste Sektorzeit versucht er nochmal eine Schippe draufzulegen. Hat auch Leon Rüdinger gesehen, der geht vor auf die 8. Rebanak nochmal schneller im zweiten Sektor. Na gut, er sieht den Zeitabstand, den er hat zu Tim Heinemann. Die 40.000ste sind nun wirklich nicht viel. Da auch wirklich bis zum letzten Zentimeter raustragen, den er sich noch raustragen lassen darf. Und mal schauen, was bei rauskommt. Und es wird eine 1:37.531, holt sich nochmal eine gute Zehntelsekunde. Kann jetzt am Ende Gold wert sein. Sebastian Reh erstmalig hier beim Super Racer diesmal dabei. Aktuell 25. Position, aber auf persönlichem Verbesserungskurs, zumindest mal im ersten Sektor. Mal schauen, was er im zweiten noch rausholen kann. Aktuell mit einer 1:39. Na, mit einer 1:40 geführt. Jetzt allerdings doch zu viel Zeit verloren. 41 am Ende. 1:39.343. Dem fehlen genau eine Zehntel und eine Tausendstel auf die Zeit von Sören Jäger vor ihm. Und ja, er hat schon den letzten Versuch jetzt. Denn wenn die Zeit auf Null runterläuft, dann wird sofort umgeschaltet. Man kann nicht noch seine gezeitete Runde zu Ende fahren. Es ist dann wirklich auch vorbei. Das heißt, alle, die jetzt nochmals Auto in die Box gestellt haben, die sind sowieso schon raus. Und wer jetzt in den nächsten 10 Sekunden nicht auch über die Linie fährt, um nochmal eine Runde zu beginnen, der wird da rausfallen. Ja, und Löhner geht vorbei an Heinemann. Holt sich mit einer absoluten Bestzeit im zweiten Sektor die zweite Startposition. Das ist mal eine Ansage von Löhner. Cecilia hat jetzt seinen letzten Versuch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das noch schaffen wird. Ich fürchte nämlich nicht. Und Tim Heinemann. Er wird es auch nicht schaffen. Ja, wir sehen da keine Zeit unten. Mal gucken, ob trotzdem noch was kommt. Aber nee, der wird das nicht mehr schaffen können. Keine Chance. Das heißt, für den ist es jetzt im Endeffekt nur noch mal ein bisschen auf den Start einschießen. Aber sonst wird hier nichts mehr von ihm aus zu machen sein. Bastian Zehnefels, auch er jetzt zum letzten Mal über die Linie. 12. Position. Eine Minute nur noch. Für die Piloten ist da nichts mehr zu holen. Vinny Oliveira aus den Top 10 rausgerutscht. Im ersten Sektor persönliche Bestzeit. Kriegt jetzt vielleicht auf den letzten Metern dann noch ein bisschen Windschatten. Wir schauen mal. William Dorsch sein, der da vor ihm noch fährt. Auf Romain Pinch ist noch auf einer schnellen Runde. Da werden wir gleich nochmal hinschalten. Die letzten Sekunden des Qualifyings hier. Ja, hinten gibt es noch ein paar Verschiebungen. Vinny Oliveira bleibt aber auf der 11. Adam Pinches. Oh, und Florian Hasse hat das Auto da mal gerade geparkt. Adam Pinches bleibt auf der 7. Wenige sind noch unterwegs. Ja, da haben wir Hasse. Das haben wir in anderen Serien, wo es Qualifying länger war, öfter gesehen, dass die Piloten sich da in die Startaufstellung platziert haben, um dort nochmal den Start zu üben. Und ja, wir sind gespannt, wenn wir gleich den Start hier sehen werden zu dem ersten Durchgang von Lauf Nummer 4 bei Super Racer heute auf dem Autodrom Most. Und Pole Sitter ist ein ums andere Mal Kevin Sigi Rebaner. Aber vor Moritz Löhner, Tim Heinemann wird von der 3 starten. Vierte Startposition für Reso Sicilia. Florian Hasse, den wir gerade noch im Bild hatten, auf der 5. Alexandre Vromont, 6. Startposition, richtig gute Ausgangslage. Adam Pinches 7, Leon Rüdinger von der 8 hat sich mit in die Top 10 reingeschoben vor Daniel Fredriksen und Norbert Poser. Das die Top 10, die ersten 5 Startreihen nach dem Qualifying. Dann folgt mit Vinny Oliveira, einer der
neu mit dazugekommenen Piloten vor Bastian Zähnefels und Dascha Poschnik und alles Weitere werden wir jetzt gleich hier beim Start zu diesem Rennen sehen. Vor allem, wie kommen die Jungs gut weg? Hasse hat eben nochmal den Start geübt, aber das muss mit der Ampel alles zusammenpassen, sonst nützt ihm das nichts. Das Rennen ist eröffnet und Hasse kommt tatsächlich gut weg. Schlechter Start von Löhner, dann könnte Heinemann gleich außenrum vorbei. Auf Sicilia wird er gleich mal von links und rechts fast kassiert. Hasse geht in die Mitte, die machen den Three Wide in die erste Schikane auf. Sind die denn verrückt? Heinemann mit spätem Bremsmanöver geht davor. Hasse neben Löhner versucht sich innen vorbeizuschieben. Da wird es richtig, richtig eng und Löhner und Hasse immer noch nebeneinander. Es geht um Position 3. Heinemann mit einem sehr, sehr guten Start hat sich gut gegen die beiden dort durchsetzen können. Während sich dahinter Romain und Pinches noch duellieren. Ah, und ich glaube, Löhner wird sie jetzt erstmal hinten anstellen. Pinches geht vorbei. Raketenstart vom Ungarn. Der geht auf die 5 nach vorne von der 7 vorbei an Romain. Und Sicilia rutscht zurück auf die 7. Also hektische Startprozedere. Und Daniel Fredriksen auf der 8. Vinny Oliveira schon auf der 9. Und einer ist da rausgerutscht. Und das müsste in dem Fall Leon Rüdinger sein. Rüdinger ist auf die 27 zurückgerutscht. Das ist jetzt im ganzen Getümmel ein bisschen untergegangen. Aber deswegen sind da ein paar in den Top 10 drin, die vorher nicht drin waren. Kevin Sigi-Rebernack problemlos die Führung behauptet, auch weil die drei hinter ihm da beim Startprozedere nicht gefährlich werden konnten. Aber Heinemann macht sofort Druck auf den Slowenen, wenn es sich dahinter hinter Florian Hasse ein bisschen zusammenschiebt. Aber meine Güte, schöne, starke erste Runde hier bei den Spitzenpiloten vorne dran. Da ist nochmal gerade so alles gut gegangen und Karel Vega fällt nach hinten zurück. Der war neben der Strecke hier und der hat einen großen Schaden am Fahrzeug. Schnell weiter nach vorne schauen, denn Löhner setzt den Angriff gegen Florian Hasse. Löhner vor, auf die dritte Position. Ja, schöner Move von Löhner, hat das gut gemacht. Hasse diesmal auch nicht mit dem harten Gegenhalten. Ich glaube, der hat auch erkannt, wenn er jetzt hier im Parallelflug den Zweikampf weiterführt, dann sorgt das nur dafür, dass die Verfolger sich vorbeischieben können. Ich denke mal, das war dann gar kein so schlechter Move, dann sich direkt hinten dran zu hängen und erstmal schauen, wie man zu zweit hier weiter vorankommt. Mal im Qualifying Löhner schon bewiesen hat, dass er schneller sein kann als Florian Hasse. Während Pinches und Romola Heinemann bleiben. Und das ist Heinemann. Heinemann macht Lichthupe. Da scheint es ein Problem zu geben. Ja, Tim Heinemann hat gefühlt die Warnblinkanlage an. Also irgendein Problem gibt es, er fährt weiter. Klar, der weiß, dass er Punkte holen muss irgendwie, aber er will sich aus dem Renngeschehen jetzt erstmal versuchen rauszuhalten. Was ist den Wagen passiert? Schleppen. Was ist da denn vorgefallen? Das sorgt dafür natürlich für Trubel davor. Wir sehen dann den Zweikampf zwischen Zähnefels und Niri. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was Heinemann machen wird. Macht immer noch Lichthupe, also versucht irgendwie der Konkurrenz anzudeuten. Fahrt an mir vorbei. Was natürlich schwierig ist, am helllichten Tag die Lichter an- und auszumachen, das merkt man dann nicht unbedingt direkt. Pinches vor auf die 4 und Romain hier auf der 5. Position, aber der muss sich jetzt hart verteidigen gegen Jesus Sicilia. Ja. Oh, Pinches! Das war ganz knapp, dass er den noch abgefangen hat. Sicilia möchte natürlich auf jeden Fall gerne wieder zurück auf seine. Du, das sieht aus, als wäre er mit dem Quali-Sprit losgefahren. Weil jetzt bleibt er stehen in der Boxengasse. Ja. Ja. War das wieder ein Fehler? Wir haben es auf dem Salzburgring erlebt. Da hat ihm der Sprit bis 2 Runden vor Ende nicht mehr gereicht. Und jetzt wir kriegen gerade die Meldung, dass ein Problem mit seinem Lenkrad. Oder mit den Pedalen. Ja. Eine schöne Beschwerde im YouTube-Chat über den Hersteller. Wir werden das mal nicht vertiefen, aber das ist natürlich Pech. So ein schöner Start von Tim Heinemann. Vor auf die 2. Position. Sauberes Manöver, gut abgefangen auch aus der 2. Ecke. Ja, und dann Pech gehabt.
Das ist jetzt vor allem auch mit der Wertung ganz bitter für ihn, denn damit können wir eigentlich festhalten, er fällt endgültig raus aus den Möglichkeiten, noch was zu machen. Denn er hat ja schon ein Streichresultat nutzen müssen, weil er beim ersten Lauf nicht dabei war. Und jetzt also null Punkte wirklich definitiv. Und wenn die Konkurrenz hier auch nur ansatzweise gut ins Ziel kommt, dann wird das für ihn das leider gewesen sein. Das ist wirklich richtig bitter und wir kriegen die Info beim Lenkrad, also ein Schaden. Ja, 20 Minuten hat er noch, um das alte Logitech an seinen Schreibtisch zu schrauben. Ja, also bei ihm kann ich mir vorstellen, der hat mehr als ein altes Lenkrad noch irgendwo in der Ecke liegen. Mal gucken, ob er sich noch ein Herz nimmt und nochmal zukommt. Kai Heinonen ebenfalls mit einem beschädigten Fahrzeug, da hat es die Front abgerissen. So, kämpft mit den gleichen Schwierigkeiten jetzt wie Kari Vega. Der Finne auf der 19 im Duell mit Ivan Blanco und vor allem Leon Rüdinger hinter ihm. Rüdinger, der will natürlich zurückkommen, schiebt sich da noch innen durch. Heinonen muss ein bisschen früher bremsen. Oh, da gibt's die Kollision. Zwischen Jäger und Schistrat ist das gewesen, glaube ich. Oh, das war Ivan Blanco und das war ganz ungünstig, wie die auf die Strecke zurückgekommen sind. Die hinterherfahren und fahren nochmal blockiert, aber man sieht schon hier im Mittelfeld, da geht's richtig heiß her. Da fehlen doch schon einige Cayman-Teile an den Fahrzeugen. Ah, Jäger vor ihm haben wir Sebastian Reh und das hinter ihm Jonathan Schilstrat und dann William Dorsch. Das ist uns auch ein bisschen durch die Lappen gegangen, dass der so weit zurückgefallen ist und Thema weit zurückfallen. Dr. Anton Hahn kam ebenfalls mit Problemen. Oh, und gleich beim Beschleunigen dreht es den Wagen nochmal ein. Wo fährt er denn da lang? Ich glaube, er hat ein bisschen Orientierung auf der Strecke verloren. Noch mal gucken, ob der den Weg zurückfindet. Ja, jetzt. Ich glaube, er wollte dort über diese asphaltierte Strecke einfach das Ganze abkürzen und hier auf den Kurs zurück. Da sind aber ein paar virtuelle Wände errichtet, damit man sowas eben nicht macht. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Dadurch fällt Hahn kam weit zurück. Über 20 Sekunden Rückstand jetzt zum Rest des Feldes. Da ist es jetzt einfach nur noch kämpfen, beißen und weiterfahren. Wenn wir Adam Pintjes jetzt bei der Jagd auf Florian Hasse haben, das ist bemerkenswert, wie gut Pintjes hier heute unterwegs ist. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es wirklich die fehlende Vorbereitung von Florian Hasse hier, weil der kann auch nicht ganz die Pace mitgehen, die Rebernack und Löhner vorne ansetzen. Aber der Adam Pintjes, der ist hier voll bei der Musik, 2 Zehntel schneller auf der letzten Runde als Florian Hasse. Ja, nur an Florian Hasse auf so einer technischen Strecke vorbeizukommen, natürlich auch eine Herausforderung. Wir haben gesehen, Löhner hat so ziemlich die einzige echte Stelle verwendet, wo man es versuchen kann, in die Schikane rein am Ende der relativ langen Start-Zielgeraden. Ansonsten stehen die Chancen da eher schlecht. Hasse wird sich, denke ich, da was einfallen lassen, um sich gegen Pintjes breit zu machen. Gleichzeitig wird der Ungarn sich auch bewusst sein, dass es vielleicht am Ende mehr bringt, diese vierte Position souverän ins Ziel zu bringen, anstatt jetzt den großen Zweikampf loszubrechen. Denn er hat im Moment so eine knappe Sekunde Vorsprung vor Jesus Sicilia. Also der kämpft, um mithalten zu können. Da ist er eventuell besser beraten, wenn er einfach mit der Pace von Hasse ein bisschen mitgeht und versucht, sich vom Spanier zu lösen. Denn Sicilia, der hat nach hinten allmählich nicht mehr so viel zu befürchten. Alexandre Bromont muss abreißen lassen. Dem hatten wir mal angesprochen, Ivan Blanco, der ist im Duell mit Rafael Alves. Hinten, oh, Kai Heinonen mit dem ramponierten Auto, einmal ordentlich im Dreck unterwegs. Wird gerade von Karel Vega, der hat noch weniger Bauteile, direkt mal überholt. Der hat auch den linken Scheinwerfer und die Frontklappe abgeben müssen. Kriegt natürlich wenig überraschend von Sören Jäger in der Kurve mal einen Schubser aufs Heck, weil das Auto mit Sicherheit nicht mehr so ideal durch die Kurve geht, wie die Fahrzeuge, die immerhin noch so diese Frontschutz mit einem leichten Flügel vorne haben. Trotzdem schaffen es die beiden derzeit vor einer beträchtlichen Anzahl an Fahrern, sich halten zu können. Jetzt greift Jäger an auf der Innenbahn. Karriere Vega spät. Oh, der kriegt einen kleinen Schubser da. Den kann er leider nicht halten. Konnte das Auto nicht mehr abfangen. Man hat richtig gemerkt, wie er gekämpft hat. Gegenlenken, gegenlenken. Oh, und das gleiche Problem, was Hahn kam, eben auch hatte. Zu schnell dann wieder aufs Gas beim Losfahren. Und dann dreht es das Auto sofort nochmal ein. Und wir haben Moritz Löhner verloren. Disconnect für Moritz Löhner. Das darf nicht wahr sein.
Das darf doch nicht wahr sein. Das ist letzten Endes dann auch für Löhner jetzt die Entscheidung. Es ist nicht das erste Mal, dass er einen Disconnect hat. Schon wieder nimmt es ihn dadurch raus aus dem Rennen. Das ist nicht zu glauben. Das ist doch nicht zu fassen. Wie kommt das, dass das bei ihm ständig passiert? Vor allem auch nur beim Super Racer. Ist ja auch schon einige Meisterschaften bei Racing mitgefahren, aber hier beim Super Racer, da läuft einfach gar nichts zusammen. Für Moritz Löhner. Und dadurch jetzt Hassel und Pinches, das ist der Kampf um die zweite Position. Ja, damit hat sich die Situation erneut ein bisschen verschoben nach dem Ausfall jetzt von Tim Heinemann und also auch Moritz Löhner. Richtig, richtig bitter. Während im YouTube-Chat natürlich auch schon angesprochen wird, Yann Courtois und Corentin Pontot sind leider auch nicht im Rennen drin, genauso wie Valentin Barrière. Also die drei Franzosen haben gar keine Runde setzen können, also sind irgendwie überhaupt nicht in den Rennstart reingekommen. Klingt für mich so, als hätte es da einen Disconnect gegeben während der Startphase. Da die jetzt allesamt ein bisschen hinter den Top 10 gestartet sind, ist uns das natürlich auch durchgerutscht. Wir haben es auch in der Kameraperspektive nicht gehabt, sonst sieht man ja immer eine Lücke. Aber war in dem Fall leider nicht so drin. Ja, Aufleger hat mittlerweile abgestellt und Kai Heinonen ist in der Boxengasse. Ja, Heinonen lässt jetzt reparieren. Da sieht man die Fahrzeuge. Dem Heinemann da, auch Yann Courtois, also vom Server ist er nicht runter, weil sein Auto steht wenigstens noch in der Box. Er kann das zweite Rennen also nochmal in Angriff nehmen. War trotzdem ja, natürlich ein herber Rückschlag. Ja, ich glaube sogar auch Barrière steht noch drin und auch Pontot. Also die werden auch noch weiterfahren können im zweiten Durchgang, müssen dann halt von weit hinten starten. Aber es ist natürlich bitter, dass es dieses französische Trio da komplett vorzeitig aus dem Rennen schon rausgenommen hat. Franzosen haben hier heute wenig Glück, muss man mal sagen. Vier Piloten aus Frankreich leider schon raus. Und eben Tim Heinemann und Moritz Löhner. Und für Moritz Löhner ist es besonders bitter, denn der wird auch das zweite Rennen nicht mehr fahren können. Oh, was ist da los? Ich glaube, die sind kollidiert, Pinches und Hasse. Ja, da sind Cecilia und Froment an beiden vorbei. Jetzt kommt auch noch Daniel Frederiksen im orangenen Fahrzeug. Setzt sich da durch. Das wird ganz knapp gegen Florian Hasse. Oh, Hasse beißt. Der will den Platz nicht hergeben. Und hält sich vor Frederiksen. Der versucht nochmal die Linie zu kreuzen. Aber in der Schikane müssen sie sich hintereinander aufreihen. Oh, da gibt es glaube ich einen leichten Klaps. Jawohl, Hasse muss die weite Linie gehen. Da sollte jetzt Frederiksen nicht unbedingt das versuchen, zu seinem Vorteil zu nutzen. Macht er nicht. Gibt sich wieder zwischen Hasse und Pinches. Aber ich schließe mich da deiner Vermutung an. Die beiden sind womöglich kollidiert oder haben deswegen Positionen verloren. Und Robin Frederiksen ebenfalls im Zweikampf mit Vinny Oliveira. Der Brasilianer jetzt auf der äußeren Linie. Kann er sich da trotzdem halten? Mit viel Überschuss raus gleich in den Linksklick noch daneben. Frederiksen hat jetzt die Nase schon vorne. Ist vorbei. Der Schwede übernimmt Position 7. Von Vinny Oliveira. Ja, und dahinter haben wir Nikita Schaposchnik bei seinem ersten Super Racer-Auftritt hier bei dieser Veranstaltung. Momentan sauber auf der 9. Position, ohne Bedrängnis von weiter hinten. Das sieht gut aus für die erste Startreihe im zweiten Durchgang. Und Norbert Posan dagegen, der muss diese 10. Position hier richtig knüppelhart verteidigen gegen einen drängenden José Iglesias. Der Spanier macht Druck. Und das ist klar, es geht hier um entweder Position 1 in Rennen 2 oder Position 11. Ja, und Posan und Iglesias, die waren schon oft in dieser Position in den Rennen. Aber Posan beim ersten Lauf auf dem Slowakia-Ring richtig gut gefahren, hatte dann Pech gehabt, aber da war er drin im Reverse-Grid. Da hat er davon profitiert. Und José Iglesias, den wäre das natürlich auch, wenn das wertvolle Punkte, die er jetzt auch aufholen kann, auf Heinemann, auf Löhner, die alle schon Pech gehabt haben. Ach, die im Endeffekt nur noch kämpfen können, dass sie in diesen Top 9 dann drin bleiben in irgendeiner Form. Und hier ist Pinches immer noch im Duell mit Daniel Frederiksen. Der wird sich richtig ärgern, denn Florian Hasse kann sich von Frederiksen absetzen und Pinches hängt hinter dem Schweden fest und kommt nicht vorbei.
Das ist jetzt so eine Glück-im-Unglück-Situation für Florian Hasse. Ich weiß nicht, ob er es in 10 Minuten schafft, vorne einen Alexandre Vermont noch einzuholen. Aber er kriegt zumindest mal seine Verfolger ein bisschen abgeschüttelt. Oh, und Oliveira außen gegen Nikita Schaposchnik. Er verteidigt sich da ja wohlgemerkt. Schaposchnik will die 8. Position sich holen. Immer noch auf gleicher Höhe. Jetzt die innere Linie für den Mann im blauen Boliden. Kommt Schaposchnik vorbei. Er schafft es und schnappt sich die 8. Position von Vinny Oliveira. Schöner Zweikampf über mehrere Kurven hinweg, aber der Mann aus der Ukraine ist noch nicht sicher. Da ist Vinny Oliveira nochmal zur Stelle, versucht jetzt außenrum in der Schikane. Wir haben gesehen, dass das funktionieren kann, wenn man jetzt hier daneben bleibt. Und so ist es auch. Es wird ein bisschen auf Kontakt gefahren, das kennen wir hier so. Und Vinny Oliveira schiebt sich wieder vorbei, holt sich Position 8 zurück. Toller Zweikampf zwischen diesen beiden Piloten. Oh, und Pinches ist vorbei. Derweil einmal schaltest du weg, prompt passiert woanders auch was. Pinches vor, wieder auf die 5. Position. Und jetzt die beiden Brüder gegeneinander, Robin Fredriksson hinter Daniel. So sieht es derzeit auch in der Meisterschaft aus. Und Robin hat da jetzt aufschließen können durch den Zweikampf der beiden. Hat da Daniel Fredriksson vielleicht seine Reifen? Oh, das ist ein großer Fehler. Ja, kaum sage ich es, rutscht er erstmal mit untersteuerndem Fahrzeug in die Wiese rein. Aber zum Glück den Wagen in der Spur behalten. Also sobald du in die Wiese fährst, ist natürlich das Risiko auch hoch, dass es dein ganzes Auto umdreht. Hinter dem Kampf um die 10. Position geht es natürlich auch munter zur Sache. Martin Barner schiebt sich just an Pavol Niri vorbei. Der Slowake muss sich jetzt hinter dem Ungarn einreihen. Denn da sehen wir Bastian Zehnefels im Duell mit seinem Landsmann Leon Rüdinger. Und ich glaube, Rüdinger setzt da gleich zur Attacke an. Ist schon daneben. Ja, Rüdinger wird das unfassbar ärgern, in den Top 10 gestartet. Und jetzt hier hinten im Duell um Position 14. Kommt zu weit raus. Zehnefels kann die Position erstmal behaupten. Aber wenn Rüdinger jetzt mehr Schwung hier aus der letzten Kurve mitnimmt, hat er gute Karten, vielleicht in der Schikane eine ähnliche Attacke zu fahren, wie wir vorhin gesehen haben bei Schaposchnik und Oliveira. Barner verteidigt sich immer noch gegen Pavol Niri. Und dieser Zweikampf bringt die anderen beiden ran. Also es geht richtig hektisch zur Sache hier. Immer diese Duelle über den Kurs verteilt. Noch richtig gutes Racing mittlerweile hier im Mittelfeld. Vor allem zwischen den beiden Debütanten hier, Oliveira und Schaposchnik, haben gar keine Probleme, sich hier in die Meisterschaft einzufügen. Platz 8 und Platz 9. Und wir haben einen ganz verpasst eigentlich bei der ganzen Geschichte. Alexandre Vermont, der ist vor auf die 3. Position nach dem kleinen Zwischenfall von Hasse und Pinches und natürlich auch nach dem Pech von Heinemann und Löhne. Ja, relativ unauffällig bisher gewesen, die Situation bei seinem Rennen. Jesus Sicilia kann sich so ein bisschen absetzen, aber Vermont sehr, sehr stark profitiert und hält sich dort momentan auch sehr gut, verliert kaum Zeit auf Florian Hasse. Also der wird hier, wenn nicht noch irgendwas Ungünstiges passiert, will ich es mal benennen, mindestens 3. Der schließt nämlich derzeit doch sogar zu Jesus Sicilia auf. Aber bleiben wir hier beim Duell um Position 8. Peter Schaposchnik vorbeigekommen an Vinny Oliveira, aber findet jetzt den Weg so nicht wirklich nach vorne weg. Man hätte jetzt gedacht, er kann sich ein bisschen lösen, aber der Brasilianer gibt hier noch nicht auf. Scheint aber das Auto auf etwas weniger Topspeed abgestimmt zu haben, denn selbst jetzt im Windschatten hat er die Lücke zu Nikita Schaposchnik nicht mehr schließen können. Man kann einiges machen im Setup, Flügeleinstellungen, Reifendrücke zum Beispiel auch. Wir schauen einmal zu den Fredriksson, weil da wird es auch ziemlich eng. Robin hinter Daniel Fredriksson. Ich hoffe, da wird man sich jetzt nicht gleich gegenseitig ins Auto fahren. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Aber Adam Pinches scheint das gegenüber den beiden aktuell kontrollieren zu können. Man sieht schön den Abstand. Seitenabstand sieht da oft etwas Schuss kleiner aus. Ein bisschen den Scheitelpunkt verpasst in der Kurve.
hält sich trotzdem noch ganz gut. Ja, vorneweg mal wieder das Problem des einsam Führenden. Er kriegt kaum Airtime auf der Kamera. Und das ist mal wieder Kevin Sigi-Rebernack. Bei dem hier beim Super Racer mit ein paar Ausnahmen bisher einfach alles unfassbar gut funktioniert. Seine Verbindung macht keine Probleme. Die Rennen laufen sehr, sehr gut. Selbst bei den umgedrehten Rennen. Zwar gab es da mal ein bisschen Kontakt, aber irgendwie hat er auch da genug Punkte geholt. Und wenn er von der Pole startet, dann ist es ganz, ganz schwierig, dem dann auch vorne noch einen möglichen Sieg zu nehmen. Bisher war es wirklich nur Heinemann, der von der Pace so richtig mithalten konnte mit Kevin Sigi-Rebernack diese Saison. Hier Leon Rüdinger gegen Bastian Zehnefels auf der Innenbahn. Ein bisschen Kontakt. Ah, Zehnefels bekommt den leichten Klapser hinten auf die Ecke, kann das Auto abfangen, aber macht da Lichthupe, gibt ganz klar an Leon Rüdinger. Du, so eigentlich bitte nicht. Ihm da doch etwas unsanft am Kurvenausgang draufgeknallt. Bastian Zehnefels. Also rutscht zurück der Fahrer in Diensten von RVGT. Leon Rüdinger ja ohne Team hier angetreten. Als Einzelfahrer am Start. Und man muss sagen, stark unterwegs. Ich glaube, wir hätten ihn eigentlich noch weiter vorne sehen können, wenn da nicht außerhalb unserer Kameras irgendwas passiert wäre. Denn der hat sich schon wieder weit nach vorne gearbeitet. Auch Leon Rüdinger ist natürlich auf dem Weg nach vorne. Gegen Pavel Niri, da hat er auch schon aufgeschlossen jetzt. Pavel Niri, der ist erst über die Warteliste überhaupt in das Rennen reingekommen. Und da gibt's den Kontakt. Oh, Schubs da hinten drauf, das ist nicht gut in dem Fall. Leon Rüdinger geht durch, ohne Probleme. Zehnefels bleibt dahinter hängen. Dann werden wir im YouTube-Chat lesen können, Tim Heinemann und Moritz Löhner sind beide in Richtung des Fahrzeugs nicht unbedingt so begeistert. Moritz Löhner sehr enttäuscht, weil er sagt, wirklich nur bei Super Racer passiert ihm das mit den Disconnects. Und das Auto lag für ihn hier wohl wirklich sehr, sehr gut und dann trotz allem er wieder rausgeflogen aus dem Ganzen. Ja, wir lesen auch gerade, Tim Heinemann hat das G27 tatsächlich rangebaut. Also da lag ich gar nicht so weit weg in meiner Vermutung. Den können wir nochmal wiedersehen im Zirkenrennen. Ja, da bin ich mal gespannt. Robin Fredriksson von Bayern, Daniel Fredriksson hier. Jetzt darf er mal versuchen, an Adam Pinches ranzukommen. Ah, da wird ihm, glaube ich, so langsam die Zeit jetzt ausgehen. 2 Minuten 20 noch. Das werden höchstwahrscheinlich noch 2 Runden. Rebernack ist auf die letzte Kurve raus. Der sollte von der Zeit her so über die Linie kommen, dass dann noch 2 Runden draus werden. Und Adam Pinches hat sich ja doch um fast 2 Sekunden von den beiden Fredriksens lösen können. Die müssen erstmal wieder zufahren. Zweite Position aktuell für Jesus Sicilia. Der hat sich diesmal aus allem raushalten können. Und der souverän auf P2. Alexandre Vromont kommt nicht hinterher, aber der kann sich tatsächlich von Florian Hasse lösen. Also Hasse kommt nicht dran an ihn. Hat sogar Zeit verloren. Und gerät sogar erneut nochmal eventuell unter Druck von Adam Pinches. Knapp eine Sekunde zwischen den beiden. Und Florian Hasse scheint tatsächlich hier nicht die Pace mitgehen zu können. Vielleicht fehlt ihm doch am Ende ein bisschen der Grip auf der Vorderachse gegen Ende des Rennens. Letzte Runde war bei ihm nicht unbedingt langsam, aber die von Adam Pinches war schneller. Ich glaube, das kommt ein Tick zu spät für Pinches, jetzt nochmal aufschließen zu können. Innerhalb von den 1,5 Runden. Oh, das ist ganz unangenehm jetzt für Bastian Zehnefels. Pavel Niri vor ihm mit einem leichten
Verbindungsaussetzer. Das ist immer ganz unangenehm, wenn du hinter jemanden herfährst und auf einmal ist das Auto kurz weg und nach einer Sekunde taucht es wieder auf und du kannst aber nie wirklich ahnen, wo das Auto auftaucht. Zähnefels macht ein bisschen Lichthupe, will hier Druck ausüben auf den Slowaken. Und jetzt auf der Bremse inne und man merkt, wie unruhig das Auto da wird. Kommt leicht quer sogar beim Anbremsen. Niri lässt sich nicht beirren, bleibt auf seiner Linie und hält die 14. Position. Toller Zweikampf hier im Mittelfeld. Währenddessen die letzte Runde angebrochen für Kevin Sigirivanak. Und Zinnefeld stellt das Auto da so leicht an in der letzten Kurve, kommt da mit einem leicht rutschend rausgeschossen. Das verhindert eigentlich auch das letzte Quäntchen an Momentum, das er gebraucht hätte, um jetzt nochmal Niri zu attackieren. Auch dahinter ist bei vielen noch nicht das letzte Wort gesprochen. Rafael Alves beim Verteidigen gegen Sebastian Rehe. Dann Position 17. Kevin Sigirivanak. Der es übrigens als einziger geschafft hat, zumindest hier als beste Runde unter die 1,38 zu fahren. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, was bei Tim Heinemann zum Beispiel noch gegangen wäre, wenn bei ihm nicht beim Lenkrad was kaputt gegangen wäre. Aber an sich schon zeigt das schon, warum der auch da ganz vorne fährt und jetzt hier dieses erste Rennen auch für sich entscheiden kann. Kevin Sigirivanak mit dem Sieg hier auf dem Autodrom Most im ersten Rennen. Resus Sicilia wird Zweiter vor einem ganz solide fahrenden Alexandre Vraiment. Florian Hasse bringt vierte Position mit vor Adam Pintzis. Die beiden Fredriksens, Robin auf 6, Daniel auf 7. Und ich glaube mal, wir können hier sagen, dass Paavo Nyyri den 14. Platz vor Bastian Zähnefels ins Ziel bringen kann. Anders sieht es vielleicht bei Rafael Alves aus, jetzt aus der letzten Kurve raus. Da positioniert sich nochmal Sebastian Rehe innen daneben, aber der nimmt sich damit, glaube ich, den Schwung weg, den er braucht, auf die Stadtziel gerade raus. Ah, aber Rad an Rad, Fotofinish für die beiden und Rafael Alves hält sich auf der 17 knapp vor Sebastian Rehe. Toller Zweikampf hier. William Dorsch wird 19. vor Dr. Anton Hahnenkamm. Sören Jäger am Ende leider nur 21 und auf der 22 Jonathan Scheestrate. Und die Ausfallrate doch ziemlich enorm. Karl Heinonen, Karel Vega, Tim Heinemann, Valentin Barrier, Corentin Ponto und Yannick Courtois. Und natürlich der Disconnect von Moritz Löhner. Aber es verspricht mal wieder in der Mischung an Piloten sehr, sehr spannend zu werden für den zweiten Durchgang mit Norbert Posan an der Spitze und neben ihm Vinny Oliveira. Sehr elegante Bewegung vom Fahrzeug hier beim Serverwechsel. Kevin Sigirivanak, der wird das Rennen von der 10. Position in Angriff nehmen. Ja, und José Iglesias war einer der, ist dann so die etwas unauffällig tragische Figur letzten Endes jetzt gewesen, denn er hat es eben leider nicht geschafft, wird von der 11 starten müssen. Gefolgt von Martin Barner, Leon Rüdinger noch auf die 13 zurückgekämpft. Aber für mehr war dann einfach die Zeit auch zu knapp. Es sind eben nur diese Sprintrennen von 25 Minuten. Jetzt wird es spannend nochmal zu sehen. Tim Heinemann also jetzt mit deutlich günstigerer, aber vielleicht haltbarer Hardware am Start. Und mal schauen, wie der nach vorne kommt. Der startet nämlich von der 24. Wie kommen die Jungs hier weg? Norbert Posan, richtig guter Start. Vinny Oliveira kommt überhaupt nicht weg. Da sagt Nikita Schaposchnik danke. Schaposchnik danke und nimmt sich gleich mal Position 2, bevor man überhaupt auf die Kurve zukommt. Und die beiden Fredriksen wollen sich den
Brasilianer auch noch schnappen, der ist zu spät auf der Bremse beim Verteidigen, schickt da einen der beiden Fredriksen weg und Pinches wird umgedreht in der Schikane, Katastrophe, und das bedeutet, da wird es jetzt wahrscheinlich richtig Trubel geben, sind die da irgendwie halt nichts durchgekommen, hinten dreht es noch Sören Jäger weg, den sehen wir, den blauen Wagen, aber keine so großen Schäden. Und das nächste Problem, meine Güte, was ist hier los, und er trudelt in den Verkehr, oi, und Daniel Fredriksen bricht da auf dem letzten Moment das Rennen ab. Ich muss da kämpfen. Sigi Rebernack wird gedreht. Was ist hier los in diesem zweiten? Da dreht es den nächsten weg. Alle fahren sich da im Geschlängel aufs Auto. Rebernack fällt zurück auf die 24. Jan Courtois war das, der da noch in die Wiese abgeflogen ist. Der Franzose auch im zweiten Rennen erwischt ihn. Er rutscht nach hinten weg. Jesus Sicilia lacht sich kaputt, holt sich hier schon Position 6. Und Rossi Iglesias von der 11 auf die 7 nach vorne gefahren. Leon Rüdinger ist in den Top 10 drin. Bastian Zehnefels vorgekommen. Tim Heinemann auf der 11 von der 24 innerhalb einer halben Runde auf die 11. Position nach vorne. Na, die Jungs da vorne können sich jetzt warm anziehen. Und dahinter geht es richtig hart zu sagen. Robin Fredriksen mit William Dorsch im Duell vorne weg. Also dann Tim Heinemann, Zehnefels, Rüdinger, Barner, Iglesias. Das ist diese Gruppe. Und vorne weg Norbert Posan mit Vinny Oliveira im Nacken. Aber ich kann mir vorstellen, da wird sich noch mal jemand zu Wort melden. Denn Oliveira hat sich da doch schon sehr, sehr ruppig verteidigt in der ersten Kurve mit einem sehr, sehr späten Bremsmanöver. Ja, und wer sich da freut, ist Florian Hasse. Der ist nämlich jetzt schon auf Position 3 nach vorne. Und ich glaube mal, der wird einem Vinny Oliveira durchaus Druck machen können. Hasse weiß allerdings auch um die Performance des Alexandre Vraiment, der schon auf der 4 hinter ihm ist. Der Franzose auch sagenhaft gut durch die erste Runde durchgekommen, hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und ist von Position 8 schon wieder auf Podiumskurs. Bin gespannt, wie gut sich Posan vorne halten kann. Wenn man vorbei an Bastian Zehnefels hier, aber was für eine Chaosrunde. Da ging es runter und drüber am Start des Rennens. Und Norbert Posan, der hat Glück gehabt, ist gut durchgekommen vorneweg. Aber jetzt Oliveira und Hasse hinter ihm, das wird eine ganz schwierige Angelegenheit. Wir schauen auch auf Kevin Sigi Rebernack, P23. Ja, und der wird sich jetzt langsam wieder durchkämpfen müssen. Oh, Oliveira! Das war ein großer Fehler. Ja, und... Boah, aber der kommt nochmal mit Schwung zurück. Der gibt noch nicht auf, aber Florian Hasse müsste eigentlich auf der besseren Linie sein, lässt ihm wenig Platz außen. Hasse geht vorbei, holt sich die zweite Position. Jetzt kommt Vraiment, der es auch gleich versuchen will. Zieht schon raus, innere Linie jetzt mit der Bremse gegen den Brasilianer. Ja, und der merkt, ich gewinne nicht viel, wenn ich hier hart gegenhalte. Und auch Alexandre Vraiment geht durch, aber da gibt es eine leichte Berührung. Dubst da leicht aufs Heck. Oliveira geht erneut, glaube ich, vom Gas runter. Da gehen noch Schaposchnik geht durch. Sicilia hat auch noch eine gute Chance. Sicilia sogar in der Mitte im Three-Wide auf die Schikane zu. Keiner gibt danach. Doch Oliveira bremst früher. Sicilia bremst als letzter und geht vorbei. Holt sich damit Position 4 von Nikita Schaposchnik. Und dann haben wir hinter Oliveira tatsächlich mal eine kleine Lücke. Aber da ist Rossi Iglesias von Martin Barner verfolgt. Tim Heinemann ist da schon hinten dran. Was würdest du sagen? Holt der Tim Heinemann hier noch den Sieg oder sind da Kandidaten wie Hasse und Vraiment zu weit vorne weg? Da muss er jetzt aber sehr schnell durchkommen. Aber man sieht hier schon, das wird das nächste Überholmanöver sein. Tim Heinemann auf dem Vormarsch vorbei an Martin Barner. Ich denke, das sollten wir noch nicht, den Sieg sollen wir noch nicht abschreiben. Jetzt muss man sich überlegen, der hat gerade die Hardware gewechselt. Der hat komplett anderes Lenkrad montiert. Und trotzdem flügt der schon wieder hier so durchs Feld. Ich glaube, den werden wir hier vorne in dieser Gruppe auch alsbald dann noch sehen. Nikita Schaposchnik. Ja, mit Vinny Oliveira erster Auftritt im Super Racer. Und jetzt ärgern die hier den Jesus Sicilia auf der 4. Position. Der wird da vielleicht auch ein bisschen ins Grübeln kommen. Denn letzten Endes ist ja klar, dass die beiden ihm nur Punkte wegnehmen, sich aber keine Chancen mehr machen können nach vorne in Richtung Position, dass sie in den Super Racer wirklich in diese Auswahl noch reinkommen können. Da haben die keine Chance mehr. Das heißt, es ist wirklich rein jetzt schon von Rennen zu Rennen. Ich meine, man
Absicht der Valrossi Iglesias. Der bleibt innen über den Körb. Da gab es einen Dreher von Leon Rüdinger. Oh, und Ende zu Ende. Rüdinger bricht das Rennen ab. Ich muss noch mal nebenbei erwähnen, auch wenn wir jetzt gerade hier noch in den Kämpfen drin sind, ich muss mal ganz großen Respekt an Daniel Fredriksen aussprechen. Denn da mitten in diesem Getrudel sofort so geistesgegenwärtig zu sein, Escape zu drücken, um zu verhindern, mitten in den Verkehr zu trudeln, weil der war ja wirklich nur noch einen Meter davon entfernt, ja, mitten ins Feld zu krachen, dass der sofort sich die Escape-Taste geschnappt hat, um den Wagen dort wegzuholen. Also Wahnsinnsreaktion von ihm, auch wenn es ihn natürlich aus dem Rennen rausgenommen hat. Aber wie vielen anderen Fahrern, der da, glaube ich, heute hier jetzt noch das zweite Rennen gerettet hat, das wird er, glaube ich, auch erst jetzt, wenn er sich das Replay anschaut, irgendwie einschätzen können. Also ganz, ganz großes, ganz großer Respekt und ganz großes Lob an so viel Geistesgegenwärtigkeit, sowas so zu verhindern. Und nicht die ganze Zeit noch darauf zu hoffen, dass man irgendwie heil auf die Strecke zurückkommt. Norbert Posart beim Verteidigen gegen keinen geringeren als Florian Hasse. Und er wird gescheucht von Alexandre Bromont. Schauen, wie schnell Florian Hasse da vorbeikommt. Na, Posart besser aus der letzten Kurve raus. Die Position wird er erstmal halten können bis zur Schikane. Wieder zeigt der Ungar, dass er es einfach dann doch auch drauf hat, sich auf so einer Position erstmal halten zu können. Tim Heinemann vorbei an Vinny Oliveira. Aber wir haben ja schon gesehen, Oliveira hält sich jetzt ein bisschen zurück, was Zweikämpfe angeht, wenn er offensichtlich jemanden hinter sich hat, der schneller ist. Und es staut sich hinter Posan. Hasse jetzt nicht nur mehr mit Blick nach vorne, sondern auch mit Blick nach hinten. Alexandre Bromont mit Risso Sicilia im Schlepptau. Hängen jetzt alle hinten dran und sie alle machen sich Hoffnung, hier die Spitzenposition zu übernehmen. Folgt Nikita Schaposchnik und dann auch alsbald Tim Heinemann. So, Hasse zieht raus, aber reicht an dem Punkt noch nicht. Hart über den Körb drüber. Versucht sich jetzt immer für eine bessere Linie zu platzieren in Richtung Kurvenausgang, aber Posan macht das momentan noch sehr, sehr gut. Posan hilft natürlich Fahrern wie Heinemann oder auch Revanak in der Situation, weil der das ganze Feld ein bisschen enger zusammenbringt. Ist schnell unterwegs, aber dem fehlt ungefähr eine Sekunde auf die Zeiten von Revanak im ersten Rennen. Ja, schau dir das an. Schau dir das an, der hat den Kurvenausgang, letzte Kurve, den hat der voll im Griff. Das kann der unglaublich gut kontrollieren. Und dadurch nimmt er seinen Verfolgern eigentlich die einfachste Gelegenheit, die Position zu holen. Jedes Mal weg. Hasse hat da keine Chance, noch schnell genug ranzukommen. Und damit hält sich der Ungar an der Spitze. Rossi Iglesias, ein bisschen zurückgerutscht im Duell mit Robin Fredriksen. Bastian Zehnefels, William Dorsch, Adam Pintjes, der versucht zurückzukommen. Den sehen wir da noch im Hintergrund. Und Hasse findet den Weg an Posan nicht vorbei. Ich bin mal gespannt, wann die anderen beiden dahinter, ob die irgendeinen Move versuchen werden oder ob die jetzt abwarten, ob die sich sagen, komm Flo, geh du mal vorbei, wir fahren dann alle mit hinter dir durch. Oder ob da jetzt einfach gnadenlos attackiert wird und man sagt, gut, wenn es jetzt eben trotzdem nicht nach vorne geht, die zweite Position nehme ich dann mal halt. Und sie zählt ja mittlerweile Teamkollegen bei AAA eSports. Das heißt, da ist eher damit zu rechnen, dass die beiden zusammenarbeiten. Aber bislang noch kein Versuch gegen Florian Hasse. Die hoffen natürlich auch, dass Florian da relativ schnell dran vorbeikommt und dann vielleicht die Lücke ein bisschen offen lässt. Währenddessen fällt Martin Barner zurück. Aber wir müssen hier vorne draufbleiben, weil das könnte jederzeit passieren, dass es hier zum Positionswechsel kommt. Hasse auf der Außenbahn jetzt, aber mit einer guten Position eigentlich. Ja, jetzt will er kreuzen.
sich jetzt nach innen platzieren. Das sieht auch nicht schlecht aus. Rein in die letzte Kurve. Aber wieder Posak ist da richtig gut am Drücker. Cecilia zu schnell. Und dahinter sehen wir schon Heinemann im Duell mit Schaposchnik. Und wieder kann sich Posak vorne halten. Und das wird, glaube ich, nicht reichen. Da müsste jetzt Hasse eine richtig harte Attacke fahren. Posak verteidigt auch innen. Das könnte jetzt allerdings schief gehen. Hasse ganz spät auf der Bremse. Bringt den Wagen fast rum. Es wird extrem eng. Und Norbert Posak immer noch vorne. Wahnsinn. Wie schon beim letzten Mal, wo er so weit vorne war, dass er sich da verteidigen kann. Faszinierend, wie der fährt. Wie der da knallhart diese Führungsposition gegenüber einem Florian Hasse und seinen Verfolgern immer noch behaupten kann. Jetzt ist Heinemann richtig mit von der Musik hier. Angriff gegen Sicilia im Hintergrund. Der hängt sich da ein bisschen rein in die Lücke. Die war nicht so groß für sein Auto. Da muss er höllisch aufpassen. Er ist im Endeffekt auf Bewährung. Wenn er hier noch einen unabsichtlichen oder einen unübersichtlichen Rempler provoziert, irgendjemanden dann eben doch um sein Rennen bringt, dann wird er eventuell beim Finale nicht dabei sein dürfen. Deswegen lieber ein bisschen vorsichtiger vorbei. Und da drückt er sich innen gegen das Auto von Cecilia. Und es dreht ihn um. Einmal die 360-Grad-Drehung zurück auf die Strecke. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da kommt Verkehr von hinten angeflogen. Oh, das war eng. Und damit fällt jetzt Heinemann wieder zurück. Nur auf die 8, aber ja, vielleicht etwas zu eilig außenrum versucht. Es war aus der Perspektive Cecilia geht fliegen. Cecilia ab. Jesus Cecilia ebenfalls. Und das war ein reiner Fahrfehler beim der Einfahrt in die Kurve, zu weit außen gewesen. Heinemann geht durch. Und Posan fällt auch zurück. Wo ist Norbert Posan? Norbert Posan, wo ist der gelandet? Posan in die Wand eingeschlagen und er wendet da fast in den Verkehr rein. Oh, er ist immer so gut aus der letzten Kurve raus und da war es wohl ein Tick zu gut. Norbert Posan in die Wand eingeschlagen, Front ist hinüber. Und damit leider auch das Rennen. Der hat sich so toll verteidigt. Und der große Nutznießer des Ganzen, Alexandre Bromont. Ja, ja, Heinemann zurück, Cecilia zurück, Osan auch zurück. Und an Hasse ist er vorbeigegangen. Ja, ist da vielleicht Hasse ihm leicht draufgefahren? Das kann natürlich sein. Oder generell haben sich die beiden vielleicht berührt. Ich will jetzt nicht automatisch sagen, dass Hasse ihn da vielleicht weggeschubst hat. Aber es könnte natürlich sein, dass die beiden auch im Duell aus der Kurve raus sind in dem Moment. Der stand ganz spät eigentlich auf der Geraden. Der stand nicht am Anfang, nicht direkt in der Kurve, sondern so, als wäre das wirklich erst komplett am Ausgang passiert. Also, merkwürdige Situation. Sehr, sehr schade für Norbert Posan, muss ich sagen, wirklich schade. Oh, und Vromont ist dann nicht gut durch die Kurve durchgekommen. Da wäre ihm jetzt beinahe Florian Hasse schon aufs Heck geknallt. Aber das ist mal ein neues Duell um die Führung. Alexandre Vromont vorne und mal gucken, wie der Franzose sich verteidigen kann. Ah, das könnte jetzt schon das Ende der Führung bedeuten. Ja, und Vromont will der jetzt kreuzen, gelingt ihm an der Stelle nicht. Florian Hasse übernimmt die Führung und könnte das wieder sein, wie schon auf dem Salzburgring, dass alle anderen sich in große Probleme bringen und dann Florian Hasse sich irgendwie raushält und am Ende hier im zweiten Rennen nochmal einen Sieg einfährt. Möglich ist es jetzt auf jeden Fall. Und was wäre das für eine Performance des Nikita Schaposchnik, wenn der Ukrainer hier bei seinem ersten Super Racer-Auftritt gleich mal auf dem Podium fährt? Das ist auch nicht unmöglich. Denn Vinny Oliveira ist ein Stück weiter hinten. Bei dem wissen wir allerdings, dass der die schnelleren Verfolger eher mal durchwinkt. Und dann ist es nur noch Robin Fredriksen, der Tim Heinemann in Schach halten kann. Oder versucht in Schach zu halten. Heinemann schon wieder vor auf die 6 nach diesem Abflug. Und ich kann es wirklich schlecht sagen. Es sah für mich so aus, als hätte er einen Tick zu früh eingelenkt und deswegen die Berührung mit Cecilia gehabt. Vielleicht ist Cecilia aber auch einen halben Meter zu weit rausgekommen, war in der Kurve von der Linie schwierig einzuschätzen. Er geht relativ problemlos am Schweden Robin Fredriksen vorbei. Und Nikita Schaposchnik mit der Attacke gegen Alexandre Vromont, der hat offenbar einen Fehler gemacht. Jetzt muss der Franzose um seine zweite Position bangen. Fredriksen hat auch nochmal den Konter versucht gegen Tim Heinemann. Keine Möglichkeit vorbeizuziehen. Immer noch 10 Minuten zu fahren und Tim Heinemann 5 Sekunden zurück. Das könnte immer noch möglich sein, wenn es gut läuft.
gerade wenn die vorne so hart fighten. Alexandre Vrommoir, der hat noch nie ein Rennen bei Racing gewonnen. Das kann man sich kaum vorstellen, weil er schon so lange dabei ist. Hat Podiumsplatzierungen geholt, Pole Positions, aber noch nie diesen einen Rennsieg. Dieses Mal hatte die gute Gelegenheit. Im ersten Rennen sah auch seine Pace gegenüber Florian Hasse relativ gut aus, aber mal schauen, ob er da nochmal rankommt. Ja, die Pace hat sich da so auch in den letzten, innerhalb der letzten 10 Minuten verbessert. Also vielleicht kommt er jetzt wieder in die Situation, dass er in den nächsten 2-3 Runden nochmal wieder Geschwindigkeit findet und dann Florian Hasse noch schnappen kann. Er hat mit Nikita Schaposchnik natürlich jetzt auch jemand hinter ihm, der ihn in die Gegenrichtung noch Probleme bereitet. Adam Pitches im Duell mit Jesus Sicilia. Bastian Zinnefeld. Genau, 10. Position vorneweg, das ist Kevin Sigi-Rebanak. Und er ist hinter Jesus Sicilia und Jesus Sicilia vorbei an Jorge Iglesias. Die beiden Spanier haben die Plätze getauscht. Dann kommt Kevin Sigi-Rebanak. Wir müssen übrigens nebenbei verkünden, Norbert Posan hat das Rennen beendet. Und auch Leon Rüdinger ist seit ein paar Runden jetzt schon leider raus aus dem Rennen. Also richtig bitter auch für ihn dieser Rennabend. Da wäre allein von der Qualifikationsposition definitiv mehr drin gewesen für den Deutschen. Ja, und ich glaube, über Norbert Posan, da müssen wir nicht mehr viel sagen. Das ist unglaublich bitter. Ja, und jetzt sind wir schon fast an dem Punkt. Florian Hasse, zumindest mal in dem Mittelteil der Strecke, hat er wieder Zeit verloren. Kommt er auch noch über den Curb raus, ein bisschen in die Wiese. Kann aber vorne bleiben. Jetzt nicht nur Vrommoir, der eben gefährlich werden kann, nein, auch Nikita Schaposchnik legt hier derzeit eine extrem gute Pace vor. Ja, der 5. Platz im Pre-Qualifying. Er hat dann scheinbar die wahren Kräfteverhältnisse schon wieder gespiegelt. Nikita Schaposchnik absolut mit bei der Musik hier. Währenddessen auch hinten im Feld immer noch sehr harte Zweikämpfe. Ui, Yann Courtois, ja gut, der will natürlich irgendwie zumindest mal ein paar Plätze noch holen. Den hat es ja auch gleich in der ersten Runde in den Dreck gedreht. Kein toller Rennabend für den Franzosen. Im ersten Rennen früh ausgefallen, im zweiten rausgedreht und ganz weit hinten unterwegs. Generell haben wir ja doch einige Fahrer auch vom Server so verloren. Wenn man mal schaut, also Karel Wega auch nicht mehr mit dabei, der ist komplett weg. Ja, und Informationen gibt es auch gerade von Martin Barner, der ist nämlich auch mit einem Verbindungsverlust vom Server runtergeflogen, also er war wohl nicht der Einzige. Moritz Löhner hat eben verkündet, bei ihm ist die Verbindung nochmal abgebrochen, also sagte irgendwie, anscheinend dieser Dienstagabend mit Super Racer, das ist irgendwie verflucht bei ihm. Aber das erklärt, warum jetzt einige Piloten in unserer Liste fehlen. Sind vom Server geflogen. So, dahinter Nikita Schaposchnik. Hat er, glaube ich, sogar schon mal die Lenkung aufmachen müssen, damit er Vrommoir nicht ins Heck knallt. Also Hasse hat jetzt noch sehr, sehr anstrengende 6 Minuten vor sich. Nach dem Überholmanöver kann er sich hier von Alexandre Vrommoir nicht mehr lösen. Das wäre ein sehr interessantes Ergebnis hier am Ende, wenn Vrommoir noch vorbeikommt. Dann hätte Vrommoir seinen ersten Sieg. Schaposchnik direkt mal mit einem Podium aus dem Ganzen rausgegangen. Und dann dürfen wir einen nicht vergessen, das ist nämlich Tim Heinemann. Der ist nämlich schon fast an Vinny Oliveira dran. Wenn ich mir so die Rundenzeit angucke, schnellste Rennrunde hat er nicht ganz. Die hat Jesus Sicilia tatsächlich im aktuellen Moment. Aber er fährt derzeit gute Rundenzeiten. Er muss nur halt wirklich an Vinny Oliveira dann noch zügig vorbeikommen. Und kann auch die Pace mitgehen von Tom Heinemann hier. Ein leichter Schaden am Fahrzeug nach dem Ausritt. Ja, oder vielleicht ist es schlichtweg das Lenkrad, diese Umstellung.
darf man auch nicht vergessen. Man einfach mal von der gewohnten Hardware schnell auf was Älteres zurückgreift, dann von jetzt auf gleich sich erstmal einstellen muss, dann fehlen da vielleicht die entscheidenden Zehntel. Was weiter hinten kommt, Kevin Sigi-Rebernack, aber auch nicht mehr weiter voran. Er hat natürlich ausgerechnet Resto Sicilia als nächsten Kandidaten vor sich. Deswegen schauen wir hier in Adam Pinches, der auch recht frustriert sein dürfte über das Ergebnis, selbst wenn es die zehnte Position ist, aber ihn hat es ja auch früh im Rennen erwischt und kämpft jetzt hier hart gegen Rossi Iglesias. Und der Spanier verteidigt sich sehr gut in der ersten Schikane. Pinches muss sich nochmal hinten anstellen. Oh, das war ganz, ganz knapp. Also eine prädestinierte Stelle, wenn man jemanden dann aufs Eck fährt, dass man sich entweder selber eindreht oder den Vordermann wegschießt. Ganz gefährlich. Avoniri im Duell mit Ivan Blanco. Oh, da wird mal heftig rüber gedrückt. Ich glaube, da hat Niri das Auto vom Spanier nicht gesehen und ihn deswegen da auf dem Scheitelpunkt quasi einmal in die Wiese gedrückt. Ja, weil Heinemann jetzt dran an Vinny Oliveira und bin mal gespannt, ob der Brasilianer jetzt wirklich hart gegenhalten wird oder ob er beim ersten Angriffsversuch dann doch die Tür offen lässt. Und es sieht so aus. Heinemann geht durch. Das ist jetzt natürlich eine Gelegenheit, auch noch für Robin Fredriksen mit vorbeizuziehen. Ja, das will noch nicht klappen. Sieht aber, der geht weit raus. Der bleibt voll am Gas. Oliveira mit dem Vorteil, dass er jetzt Windschatten von Heinemann bekommt. Dem Heinemann vor auf die 4 und kann die Position jetzt auch vor Oliveira behaupten. Ja, und Thema Position behaupten. Florian Hasse auch nach wie vor noch in Führung vor Alexandre Brommer. Nikita Schaposchnik kommt nicht mehr hinterher. Das Duo jetzt auf sich gestellt, was den Kampf um den möglichen zweiten Sieg hier heute Abend angeht. Ich glaube, Hasse ist da eben auch nicht ideal durch die Kurvenkombination durchgekommen. Man hat hier auch mit dem Auto gegen Ende seine Schwierigkeiten. Plus hat uns vorhin ja schon Norbert Poser gezeigt, was man im Endeffekt beherzigen muss, um vorne zu bleiben. Einfach den Kurvenausgang gut treffen. Dann hat die Konkurrenz wenig Chancen einzuattackieren. Robin Fredriksen jetzt gegen Vinny Oliveira. Auch er setzt sich durch. Der Schwede rein in die Top 5. Sah für mich fast so aus, als würde Oliveira nochmal was versuchen, aber stellt sich hinten an. Und dann sehen wir dahinter Jesus Sicilia und Kevin Sigi-Rebernack. Und wenn wir gucken, wir haben knapp 2 Minuten noch. Das wird jetzt schon die schätzungsweise letzte Runde gleich. Nein, auch wieder noch 2 Runden zu fahren. Also nahezu identische Verhältnisse wie vorhin in Rennen Nummer 1. Aber ich fürchte mal, für Rebernack wird das nicht mehr reichen, noch eine Position gut zu machen. Dafür ist Sicilia zu schnell. Und Sicilia ist mittlerweile an Oliveira rangekommen. Aber wir bleiben jetzt beim Duell um die Führung. Alexandre Brommer, definitiv der, zumindest mal der schnellere Mann über die Runde hinweg. Letzte Runde eine Zehntel schneller gewesen als Florian Hasse. Aber das nützt ihm nichts, wenn er nicht vorbeikommt. Das ist jetzt auch eigentlich zum ersten Mal, dass Alexandre Brommer wirklich den Sieg so riechen kann. Dass er genau in der richtigen Position ist. Er muss nur einen Fahrer überholen. Er hat noch 2 Runden Zeit, ja. Und dann kann er sich sicher sein. Das Rennen hat er dann gewonnen. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass er hier das so zu Ende gehen lässt, ohne nochmal zumindest einen Versuch zu wagen. Ja, muss jetzt gucken, wo ist die Stelle, wo Florian Hasse hier auf dem Kurs vielleicht nicht die hundertprozentige Pace gehen kann. Ich glaube, er wird es wie die meisten anderen versuchen, die letzte Kurve besser zu treffen. Aber dafür ist er gerade ein paar Meter zu weit weg. Ah, Hasse im Dreck. Der Stelle aber nicht so folgenschwer, wenn das passiert. Brommer mit einer leicht anderen Linie in diese Doppelrechts, die letzte Kurve. Merkt
bei Hasse, wie das Heck vom Auto immer so leicht rumkommen will, wie man da voll am Limit ist am Kurvenausgang. Und die letzte Runde ist angebrochen hier heute Abend. Autodrom Most Super Racer, Rennen Nummer 2, das Duell um die Führung. Florian Hasse gegen Alexandre Vraiment. Der Franzose macht nach wie vor Druck. Nikita Schaposchnik auf der 3 ist mittlerweile weit weg und mit Glück wird er auch diese dritte Position behalten können. Denn Tim Heinemann ist 2 Sekunden zurück. Da ist noch irgendwas vorgefallen zwischen, glaube ich, Vinny Oliveira und Jesus Sicilia. Weil Sicilia war, glaube ich, schon mal vorbei am Brasilianer. Ja, und Oliveira nimmt auch Gas raus, lässt den Spanier wieder vorbei. Das könnte die Chance sein, jetzt noch für Kevin Sigi Rebernack noch eine Position zu holen. Vielleicht doch noch auf die 7 nach vorne, wichtige Punkte. Aber zurück zu diesem Duell. Und generell, ob das jetzt ein Sieg oder nur die zweite Position für Alexandre Vraiment wird, der wird richtig Punkte gut machen. Der wird nochmal ordentlich zulegen und hat gute Karten, dann sich in diesen Top 9 für das Shootout sozusagen noch zu qualifizieren. Dass er sich noch eine Chance sogar offen halten kann für den Platz im echten Auto. Auch wenn dann natürlich später noch harte Arbeit auf ihn zukommt. Ja, die Lichthupe behilft ihm bei dem Abstand aber wenig. Und es ist die letzte Kurve. Es könnte der zweite Sieg des Super Racer bei Florian Hasse werden. Und so ist es. Am Ende behält er die Nerven. Florian Hasse gewinnt das zweite Rennen heute Abend hier auf dem Autodrom Most vor Alexandre Vraiment, der hier zweimal mit einem Podiumsplatz aus dem Event rausgeht. Dürfte damit sogar Eventsieger sein, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Nikita Schaposchnik wird ein Dritter. Auch ein sagenhaft gutes Ergebnis für seinen ersten Auftritt hier heute beim Super Racer. Tim Heinemann wird Vierter, der hat den Server offensichtlich schon verlassen. Robin Fredriksen, der holt sich Position 5 vor Jesus Sicilia, Vinny Oliveira, Siebter, am Ende tatsächlich noch vor Kevin Sigi Rebernack. Hier kommt noch über die Linie Jonathan Schestrate vor Dr. Anton Hahnkamm. 9. Position für Adam Pinches, 10. wird Rossi Iglesias, auf der 11 Bastian Zehnefels, 12 William Dorsch. Sebastian Reh am Ende 13. Tofor, Valentin Barrière, muss man auch sagen, auf der 14 ins Ziel gefahren, vom letzten Platz gestartet, genauso wie sein Landsmann Corentin Ponton, der andere Franzose auf die 15 nach vorne. Und dann Schilstrate, hat mir gerade angesprochen, auf 16 vor Dr. Anton Hahnkamm. Kai Heinonen wird 18. Pavel Niri 19. Jan Courtois am Ende auf der 20, der wird, denke ich, relativ frustriert sein. Sören Jäger wird 21. Ivan Blanco auf der 22. Und Rafael Alves, von allen, die noch hier die Ziellinie gesehen haben, er der Letzte auf der 23. Position. Ja, und leider raus aus dem Rennen, unter anderem Norbert Posan, Leon Rüdinger und Daniel Fredriksen. Aber auch Karel Vega leider mit einem Disconnect raus, genauso wie Martin Barner. Auch den hat es dabei leider erwischt. Ja, und Robert? Mal wieder das zweite Rennen sehr, sehr abwechslungsreich. Ja, das hat ja schon turbulent angefangen, muss man sagen. Da in der ersten Runde Rebernack zurückgefallen natürlich. Dann Daniel Fredriksson ist es gewesen mit diesem Wahnsinnsabflug, wo er gerade noch Escape drücken könnte. Dann die Story von Tim Heinemann, wie der wieder aufgeholt hat, sich durchs Feld geflügt hat. Und dann aber allerdings der Abflug, als er versucht hat, vor auf die, ich glaube es war die 5. Position zu gehen. Trotzdem gutes Ergebnis natürlich für ihn mit P4. Aber an der Spitze Florian Hasse holt sich ganz, ganz wertvolle Punkte für den Super Racer. Für den sieht es jetzt richtig, richtig, richtig gut aus mit den Top 3. Genauso für Kevin Sigi Rebernack, trotz des kleinen Rückschlags hier. Auch für Jesus Sicilia, aber man sollte den Alexandre Vraiment sicherlich nicht abschreiben. Der hat richtig Punkte gut gemacht. Na, da wird sich mit dem Streichresultat auf jeden Fall noch was verschieben und das wird dann spannend zum ja schon letzten Lauf in einer Woche. Robert, geht's schon ein letztes Mal rund hier beim Super Racer? Es geht wirklich schnell. Ja, die Saison relativ kurz gehalten und wir schauen einfach mal in den Kalender, wenn es zum nächsten Mal hingeht. Ah, das ist der Hungaroring. Ja, 15. Oktober, also nochmal anstreichen, Dienstag in einer Woche, Hungaroring, da werden die Jungs nochmal richtig zulegen und ich denke,
denke mal, die Abstände so bei den Top 3 sollten relativ eng bleiben. Es könnte sogar sein, dass Hasse Kevin Sigi Rebernack noch überholt. Es wird sich mit den Streichresultaten dann am Ende alles ein bisschen zurechtrechnen. Und dann wird dort natürlich, fürchte ich, das Hauen und Stechen losgehen von denen, die irgendwie noch rein wollen. Also diese Top 9 oder vielleicht jemand, der sogar noch Position 3 holen kann. Das heißt, wir können vielleicht sogar von noch etwas hitzigerem Racing ausgehen, als wir sowieso immer hier schon zu sehen bekommen. Ja, gerade auf dem Hungaroring, das ist natürlich eine sehr technische Strecke. Das ist auch sehr einfach, in die Track Limits reinzukommen, also eine Strafe zu bekommen, weil man die Strecke abkürzt. Auf jeden Fall die Top 9, da wird es nochmal ganz eng. Vielleicht schafft es ja auch José Iglesias, der hat auch wieder gut gepunktet. Das werden wir auf jeden Fall dann in einer Woche sehen, dann haben wir die Punktestände, haben wir alles dann parat und dann werden wir natürlich gucken können, wer schafft es in die Top 9, wer schafft es vor allem auch in die Top 3 und hat weiter eine Chance, hier ein realer Rennfahrer zu werden. Das ist natürlich der große Preis beim Super Racer, den Sprung zu schaffen vom virtuellen Motorsport in den echten. Ja, und ich denke, da werden wir beim nächsten Mal dann nochmal genauer drauf eingehen, denn da wird sich das ja für einige dann entscheiden. Wir, bevor wir natürlich jetzt heute zum Ende kommen, danken wir natürlich nochmal Upgraded.de und Raceroom, die das überhaupt hier möglich machen und unseren Sponsoren Automotorsport, Sportauto, Motorsport aktuell, genauso wie Micheler, natürlich KW und unser Motorsportpartner Lechner Racing, wo das Ganze am Ende ja überhaupt drauf aufbaut. Und ja, wir sind gespannt, denke ich mal. In einer Woche auf jeden Fall wieder einschalten. Die Meisterschaft ist spannend, die Rennen sind spannend. Also es lohnt sich jedes Mal. Und für heute Abend, Robert, es war mir wieder eine Freude. Und ich sage danke fürs Zuschauen und sage ciao, ciao und bis dann. KW, für jeden Anspruch das richtige Fahrwerk.